Hallo meine Lieben, ich bin's, Venny Fair. Das ist jetzt mein zweites Video. 5 Tage sind vergangen seit meinem Debüt als Bloggerin. Und in diesen 5 Tagen ist extrem viel passiert, muss ich sagen. Ich habe mich auf die Suche nach ökologisch nachhaltiger Mode gemacht, die erschwinglich ist, die ich mir leisten kann und die dazu auch noch schön aussieht. Und ich muss sagen, es war gar nicht so einfach, wie ich dachte. Und das, obwohl ich in Berlin wohne, der Hauptstadt der Mode, jedenfalls aus Deutschland betrifft. Ich habe einen Laden gefunden, der mir von der Aufmachung im Internet ganz gut gefallen hat. Der heißt Wertvoll. Der ist im Prenzlauer Berg. Ich habe dann erstmal nichts vor meinem Blog erzählt. Ich dachte mir, nein, bleibe ich erstmal anonym, undercover. Und habe dann so ein paar Sachen anprobiert. Und davon hat mir ein Kleid gut gefallen. Sehr gut sogar. Es war wirklich schön. Allerdings hat es 200 Euro gekostet. Und das war mir dann doch viel zu teuer. Und es war auch ein bisschen groß, deswegen hätte ich es auch nicht für 50 Euro oder so gekauft. Aber 200 Euro war dann wirklich sehr, sehr happig. Obwohl es ein super schöner Stoff war. Und ja, aber naja, gut. Dann habe ich die Mädels noch gefragt, ob ich noch ein paar andere Fotos von dem Laden machen darf. Aber da die Chefin nicht da war, durfte ich das nicht, leider. Irgendwie hängt mir hier eine komische Strähne raus. Naja, das ist auch nicht besser. Aber egal. Ja, das war so meine erste Begegnung mit öko-nachhaltiger Mode in Berlin. Dann habe ich im Internet weitergeguckt. Da bin ich Gott sei Dank ein bisschen fündiger geworden. Es gibt verschiedene Seiten, die die ganzen Modelabels und Firmen zusammengefasst haben, wo man sich echt gut informieren kann über Designer und, ja, und Labels halt, die nachhaltig produzieren. Und da waren ein paar Labels dabei, die mir selber ganz gut gefallen haben und die auch günstig waren. Zum Beispiel gibt es da das Label Armed Angels. Das ist auch eins der bekanntesten, glaube ich. Also da werben auch Stars für, wie Cosma Schieberhagen oder Eva Pappberg zum Beispiel. Und die machen aber eher so Streetwear. Also ich mag Streetwear auch mal ganz gern, aber jetzt nicht unbedingt immer, was man, glaube ich, auch unschwer erkennen kann. Und ja, genau, die machen halt eher so T-Shirts mit verschiedenen Prints. Die haben so einen, ja, so einen bewaffneten Engel halt als ihr Logo und das ist überall auf den T-Shirts und so weiter drauf. Oder halt Jeans und ja, ein paar Chinos hatten sie, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist mal ganz nett, aber es würde jetzt auch nicht meinen Kleiderschrank füllen. Und da habe ich mir bisher auch noch nichts bestellt, obwohl mir ein T-Shirt ganz gut gefallen hat. Vielleicht hole ich mir das auch noch, mal gucken. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen gehen. Und die bieten halt auch von anderen Labels Sachen an, zum Beispiel von dem Label Kuichi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die machen echt ganz schöne Sachen. Auch so ein bisschen ausgefallener als Armed Angels jetzt vielleicht, aber dafür auch weitaus teurer. Also da muss man schon gucken, dass man so Schnäppchen im Sale irgendwie findet oder so. Da habe ich jetzt auch noch nichts bestellt. Wo ich aber was bestellt habe, ist bei Beyond Skin. Das ist auch bisher mein Favorit. Das ist eine Firma, die Schuhe herstellt aus Großbritannien. Und die Schuhe sind wirklich der Hammer. Also die gefallen mir so gut wie alle. Sind alles eher so ja, sehr mädchenmäßig, sehr viele High Heels und ganz unterschiedliche Modelle, sehr verspielt und abwechslungsreich und sexy und ja, da haben mir echt viele gut gefallen und da habe ich auch welche bestellt, die sind aber leider noch nicht angekommen. Die müssten aber morgen oder übermorgen hier eintreffen und dann wird das das Highlight meines nächsten Videos. Genau. Ja, wie ihr seht, ich sitze hier noch mit leeren Händen, ich habe also noch nichts gekauft, beziehungsweise es ist noch nichts angekommen. Und damit ihr euch jetzt aber nicht zu Tode langweilt mit meinem Gelaber, habe ich gedacht, mache ich doch mal ein Beauty Haul. Weil es gibt ja auch viel Bio- und Naturkosmetik im Angebot mittlerweile. Und das habe ich selber auch noch nie ausprobiert. Und ich dachte mir, warum ja, nicht einfach damit auch mal anfangen. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen, ein paar Produkte gekauft. Hauptsächlich von der Marke Alverde, die ihr ja bestimmt wahrscheinlich alle schon kennt. Das war jetzt das Gesichtstonic. Das werde ich mir gleich raufmachen, weil wie ihr seht, ein bisschen Schminke ist von der Arbeit schon noch übrig geblieben und das werde ich jetzt erstmal abmachen. Und dann werde ich die eine Seite mit meiner konventionellen Schminke bearbeiten und die andere mit der Naturkosmetik und dann gucken wir mal, welche Seite besser aussieht. Ich fange mir denn jetzt an. Ich schminke mich jetzt erstmal ab. Und zwar nehme ich immer Augen-Make-up-Entferner, weil ich schon ziemlich viel Wimpertusche drauf habe immer und ich finde, das geht mit Augen-Make-up-Entferner einfach am besten ab. Da habe ich mir jetzt auch einen geholt von Alterra Naturkosmetik. Der war total günstig. Der hat nur, ich glaube, 1,45 oder so gekostet. Ist aber eine limitierte Edition, also keine Ahnung, ob es die bald noch gibt. Ich finde sie aber gar nicht so schlecht. Es hat eine Konsistenz, so eine cremige Konsistenz, also kein Öl oder so, was ich normalerweise benutze. Aber es funktioniert ganz gut.
So, ich bin jetzt fertig abgeschminkt, jetzt kann es losgehen. Ich fange an mit der Wimperntusche, das ist bei mir immer am allerwichtigsten, weil ich die Augen immer stark betone. Und es treten an, einmal auf der einen Seite Illegal Length von Maybelline Jade, den benutze ich zurzeit, gegen den Alverde Mascara False Lashes für einen spektakulären falschen Wimpern-Effekt. Ich schau mal kurz, was der gekostet hat. Also ich weiß, dass der Maybelline Jade so um die 12-13 Euro kostet, also schon ganz schön viel, aber der ist auch wirklich gut. Und der hat gekostet 3,95 Euro. Also vom Preis her liegt Alverde schon mal ganz weit vorne. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Maybelline Jade Mascara an. So. Finde ich schon ganz gut. Und jetzt wird spannend. Mal sehen, ob der Alverde Mascara hier mithalten kann. Oh Gott. Okay, also die Bürste sieht schon mal ganz anders aus. Ich kann die jetzt mal kurz gegenüberstellen. So, also irgendwie, ich weiß gar nicht, das kann man leider nicht so richtig gut erkennen. Die Bürste von dem Maybelline Mascara, die sind auf jeden Fall, die Borsten sind viel, viel weicher. Und der von dem Alverde, die sind so aus Gummi oder so. Naja, mal gucken. Also, ich kann euch sagen, Mädels, der Mascara ist echt gut. Also, er kann mit dem Maybelline ohne weiteres mithalten. Man sieht im Grunde kaum einen Unterschied. Und das finde ich schon beachtlich. Also, ich meine, der hat 3,95 Euro gekostet. Da könnte man ja drauf umsteigen, nicht? So, dann schauen wir mal. Das sind so ungefähr dieselben Farben. Naja. Also ähnlich, ne? Die hier sind vielleicht ein bisschen eher ins Gräuliche rein und diese ins Bräunliche, aber an sich ist es schon recht ähnlich. Und ich kann ja einfach mal schauen, was besser aussieht. Ein Pluspunkt schon mal bei Alverde ist so ein kleines Pinselchen mit dabei, bei Catrice nicht. Diese Farben hier sind auf jeden Fall die oberen, vor allem die helleren. Sind glänzend und die von Alverde sind alle matt. Das ist schon mal ein Unterschied. Ist jetzt kein gut oder schlecht, ist einfach nur ein Unterschied, den man wahrscheinlich gleich sehen wird. Ich habe jetzt hier mal angefangen mit dem von Alverde. Der ist sehr stark auf jeden Fall, wie man sieht. Also der ist wirklich... Vielleicht habe ich auch ein bisschen viel genommen. Also, das ist hier schon eher, wie nennt man das? Ja, und der von Catrice ist halt viel leichter. Also ich nehm mindestens dieselbe Menge, wenn nicht mehr. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein ganz anderer Effekt. Ja, also... Ich finde beides nicht schlecht. Es kommt halt einfach darauf an, wofür man sich schminkt. Also ich finde jetzt, so kann ich nicht zur Arbeit gehen, so schon eher. Ich mache erstmal weiter mit dem Labello. Ich benutze eigentlich immer Labello, bevor ich Lippenstift drauf mache, einfach weil die Lippen dann schön geschmeidig sind. Normalerweise benutze ich diesen von BB. Den finde ich großartig. Ich liebe den Zart Rosé. Der kostet, glaube ich, so 1,45 oder 1,50 oder so. Jetzt habe ich noch die ganzen Lippen gemacht, aber jetzt so Hälfte zu machen, ist ja auch irgendwie komisch. Der von Alverde riecht so gut wie nach nix. Da finde ich jetzt den von BB irgendwie angenehmer. Fühlt sich aber ganz gut an. Ich glaube, die muss man halt öfter drauf machen, damit man merkt, ob sie süchtig machen. Das ist ja immer so das Problem bei diesen Labellos. Oder ob sie wirklich geschmeidige Lippen für mehrere Stunden machen. Dann habe ich mir verschiedene Lippenstifte bzw. Lipglosses gekauft. Einmal so einen hellen, der ist so bräunlich,
Ja, so bräunlich-nude-mäßig und soll auch gleichzeitig die Lippen pflegen. Shiny Terra heißt der, also so ein Erdton. So ähnlich kann man gar nicht sagen. Eigentlich ist es schon eine andere Farbe, der ist viel rosé-mäßiger. Aber das war einfach der dem am ähnlichsten kam. Okay, es sieht in der Kamera wirklich gar nicht mehr ähnlich aus. Aber wie gesagt, diese Farbe gab es halt bei Alverde nicht. Das ist halt wirklich so der größte Nachteil, dass natürlich die Auswahl bei Alverde nichts im Vergleich zu dem ist, was man in konventioneller Schminke findet. Aber naja, damit muss man leben. Das scheint ja bei den Klamotten auch nicht anders zu sein. Genau, ich kann jetzt ja erstmal auch die Hälfte der Lippen trage ich jetzt den nach, den ich immer benutze. Das ist so mein Alltagslippenstift eigentlich. Man erkennt das im Spiegel in der Kamera leider kaum. Ach, die andere Hälfte. Ach, ich den halt alle, ja, ne? Sieht jetzt schön bescheuert aus, ne? Aber egal. Sich von der Konsistenz und wie er sich auf den Lippen anfühlt, ist echt, ja, super. Also kann man auf jeden Fall benutzen. Und der war auch total günstig. Der hat nämlich auch nur 2,95 € gekostet. Kann man machen. Jetzt bin ich auf eine Sache gespannt, und zwar benutze ich Rouge, aber kein Puder oder nicht in pudriger Form, sondern in dieser Cremeform von, was ist das eigentlich hier, L'Oreal, glaube ich? Ne, auch Maybelline, genau, ist Maybelline Jade. Dream Touch Blush heißt der. Und das ist so eine Aprikot-Farbe, die finde ich gerade für den Sommer wunderschön. Ich liebe den. Ich grinse dann immer so ein bisschen blöd und schmiere das einfach so drauf. Das ist jetzt keine richtige Farbe, ne? Das macht nur so ein bisschen die Wangen so ein bisschen, ja, Aprikot-mäßig, aber es ist jetzt nicht so Hau-Druff-mäßig, ne? Ich habe jetzt darunter gar kein Make-up mehr. Da habe ich jetzt auch nichts von der Werde gekauft. Das war mir dann zu viel des Guten. Aber es geht ja auch so. Oh, okay. Ein Minuspunkt, dieses Liquid Rouge ist wirklich sehr liquid. Also es ist mir gerade schön auf den Tisch getropft. Ist jetzt ein bisschen viel wahrscheinlich. Gott, oh Gott. Es ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als auf der anderen Seite. Okay, jetzt sehe ich aus, als ob ich Ausschlag hätte. also das ist nicht so meins. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, das aufzutragen. So ein Lipgloss, den kann ich mir auch gleich mal drauf machen. Den Lippenstift hier, der ist nicht so meine Farbe irgendwie. Sieht so besser aus als auf den Lippen. Dann habe ich hier noch so ein Lipgloss. Der gefällt mir schon besser. Gut, meine Lieben. Das war jetzt mein Beauty Haul. Insgesamt habe ich für diese ganzen Alverde-Produkte knapp 20 € bezahlt. Da hätte ich mir gerade meinen Mascara und einen Billig-Lippenstift von der konventionellen Marke kaufen können. Preistechnisch liegen die Naturprodukte auf jeden Fall weit vorne. Was Mascara anbelangt, da werde ich, glaube ich, umsteigen. Der war wirklich super. Die anderen Produkte, ja, ist teilweise Geschmackssache, kommt auf die Farben an, man hat halt nicht so viel Auswahl. Teilweise geht es auch echt nicht. Also ich finde diesen Liquid Rouge, den kann man wirklich leider vergessen. Ich hoffe, es hat euch diesmal auch wieder gefallen. Beim nächsten Mal werde ich dann meine wunderschönen Schuhe von Beyond Skin vorstellen, da bin ich echt gespannt. Und vielleicht habe ich bis dahin auch noch andere Klamotten gefunden oder andere schöne Sachen, die ich euch dann präsentieren kann. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, eure Vanny Fair.